Ja, und damit hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Stranded Deep hier im Livestream auf Twitch mal wieder. Und ich muss erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Ewigkeiten her, seit ich das letzte Mal gespielt hatte und zwischenzeitlich noch mega viel Forest gespielt und Edenstar gespielt. Und jetzt habe ich ein Problem. Wie war das? Okay, hier mache ich das auf. C war Crafting. Okay. So, erstmal ganz kurz wieder reinkommen. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, von unserer Insel da drüben, von der Startinsel, haben wir ein bisschen was zurückgeholt. Das heißt, da haben wir einen ganzen Haufen Holz gefällt und Palmen und hast du nicht gesehen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde nämlich gerne mal schauen, ob wir vielleicht so ein kleines Hütchen hier bauen können. Das wäre sehr schön. So, wo habe ich denn das Messer hingelegt? Wo habe ich denn das Messer hingelegt? Ich brauche unbedingt... Ein Lagerhaus wäre schön. So. Zack. Okay. So, und jetzt einfach hier mal noch ein paar Sachen einsammeln, wenn wir eh schon mal da sind. Was? The fibrous leaves has been stored in your backpack. Aha. Die Notifications setzen sich also zurück, das finde ich sehr gut. Die kennen mich. Das heißt, die Entwickler wissen ganz genau, jemand wie ich, der da mal, keine Ahnung, 2 Wochen gespielt, der braucht dann wieder erstmal einen Tipp, was er wie machen muss überhaupt. Wie komme ich denn nochmal... Nee, mit Q droppe ich. Ach, mit F war das, genau. So, dann kann ich hier, glaube ich... Ja, wir haben ein bisschen Durst, aber das kann noch ein bisschen warten. Das heißt, das kriegen wir so hin, glaube ich. So, Palm Tree. So, worum geht's da? In dem Spiel geht es darum, dass wir mit einem Flugzeug abgestürzt sind und jetzt einen schönen Karibikurlaub machen. Und warum ich abgestürzt bin, das könnt ihr mal den lieben Cooper fragen. Denn, das Lustige ist ja, der Cooper, weißt du, sagt zu mir, pass auf, wegen Forest und so weiter, ist gar kein Problem, ist schief gelaufen, ich habe mich als Pilot dämlich angestellt, ich mach's wieder gut, ich leih dir meinen Privatjet. So, der Cooper hat mir seinen Privatjet geliehen und, jetzt bin ich praktisch hier auf irgendwo im... in einem Gebiet gestrandet, wo es sehr, sehr viele Inseln gibt. Und ich werde nie wieder in meinem Leben mit Cooper Airlines fliegen. Das habe ich beschlossen. In Forest hat der Cooper den Piloten gespielt. Da hatte er auch noch die Courage, dass er mit dabei ist und so weiter, dann mit mir survivalt. Und naja, bei Stranded Deep eben nicht. Da ist er wahrscheinlich vorher abgesprungen einfach. Und hat mit dem Rettungsboot, ist abgehauen und hat mich jetzt einfach sitzen lassen. Ich glaube, das war sein Plan die ganze Zeit. So. Hallo Kupuro, grüß dich. Schön, dass du da bist. Finde ich sehr, sehr gut. Nein, Wild Potato, die lasse ich mal. Weil die Wild Potato, die können wir sehen. Ach, hier ist noch eine. Stimmt, es waren zwei Pflanzen hier, richtig. Die Wild Potatoes lassen wir einfach mal, weil die vergammeln nämlich nach einer Zeit. Und das wäre schade. So, F war das. Wir müssten was trinken. Habe ich hier Fresh Water? Habe ich jetzt was getrunken? Geht das? Nee, geht nicht. Ich muss erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. So, wie erstmal. Okay. Ein Stückchen noch und dann Q und ja, bleibt stehen. Sehr gut. So. Okay. Und Adlerperücke. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Wie geht's? Was geht's dir schon besser, Hepi? Oder immer noch so Probleme mit dem Hals? Ich habe immer noch mega Probleme mit dem Hals und, ja, da möchte ich mich auch kurz auf YouTube dann entschuldigen. Ich habe nämlich gerade einen Bonbon im Mund hier noch. Weil ich ansonsten den Stream nicht überlebe heute. Beziehungsweise die Aufnahme. So, die Frage ist, was machen wir jetzt eigentlich? Ich schreibe mir mal einen Hammer. Und dann bauen wir mal was. Nein, C für Crafting. Driftwood Foundation.
Wood Foundation, bla bla bla. Aha, okay, so baut man hier. Wie weit kann ich da reinbauen? Okay, da kann ich aus irgendeinem Grund nicht bauen. Moment, ist das hier... Hallo? Ah, okay. Hm. Ich erinnere mich. Wir hatten den Baum das letzte Mal nicht ganz gefällt. Beziehungsweise das Zeug zerkleinert. Wo ist die Axt? Die müsste hier irgendwo sein. Genau, da ist die Axt. Das Zeug hätte ich auch irgendwo. Ein Lagerhaus wäre echt schön. Ich bräuchte echt so ein Lagerhaus. So, also ist sie... Ich habe das Gefühl, das Holz ist weniger geworden. Kann das sein? Oder sieht das nur so aus? Hm, weiß ich gar nicht. Es sieht irgendwie so aus, als würde da ein bisschen was fehlen. So, Palmbunch. Ich hau einfach mal drauf, wird schon gehen. So. Was? Moin, moin. Und Hu Adlerperücke, natürlich begrüße ich auch. Wäre ja auch eine Schande, wenn nicht. So, also nicht wundern. Young Palm Tree. Zack, weg mit dir. Zack, zack. Hier, glaube ich, genau, hier war noch, glaube ich, noch ein Bäumlein. Das machen wir noch platt. So, in der Zwischenzeit, ich lese mir den Chat durch, während wir praktisch hier das Holz machen. Das wäre gar nicht mal schlecht. So, dann streamst du, Happy. Du wirst niemals gesund. Ach, so ein Blödsinn. Irgendwann werde ich hoffentlich wieder gesund, weil sonst wird das echt so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich habe keine Lust mehr, permanent hier im Bett zu sitzen und Tee zu trinken und sonst irgendwas. Das ist echt eine Katastrophe. So, und ich trinke jetzt immer ein bisschen Tee. Was? Und außerdem wollen wir ja nicht unhöflich sein. Ja, das ist richtig. Hier sind nur höfliche Menschen. Hallo, greetings from Poland. Hallo, Heodasa. Grüß dich. Oder hello and welcome. Tam, tadam, tadam. So. La, 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 la. So, ich versuche es mal mit Gesingen. Ich hoffe, ich krieg das hin. Wie gesagt, die Aufnahme wird nicht ganz so lange sein. Wir machen maximal ein, zwei Stündchen. Und dann werde ich doch mal wieder meine Stimme etwas schonen, beziehungsweise mich ins Bett legen. Ich muss aber sagen, ich ziehe das jetzt seit Wochen mit mir rum. Der will krank sein, damit er unser Mitleid bekommt. Nein, das würde ich nie tun. Das würde ich nie tun. So eine Mitleidstour, nein. Das ist nicht meine... That's not my way. Oh Gott. Okay. Ich sollte das mit diesen... Ich sollte es lassen, meine Stimme zu verändern. Das ist echt nicht gut. Das tut echt weh. Das ist schön, dass das Zeug hier kreuz und quer... Ist doch nicht wahr. Dass das Zeug hier kreuz und quer durch die Gegend fliegt. Das ist sehr schön. Finde ich gut. Kann man das irgendwie kann man hier irgendwie ein Lagerhaus bauen, dass wir... Also ein Lagerhaus wäre echt super. Oder irgendwie so Storage-Boxen irgendwas. Keine Ahnung. Weil das ist echt ätzend. Das nervt mich echt, dass das Zeug hier permanent so rumfliegt einfach. Ach komm, lass gut sein. Das ist echt so... Ne. Das tue ich mir nicht an. So. Stickies. Packen wir auch mal dahin. So. Das Zeug noch schnell wegwerfen. Zack, zack, zack. Ach so, ist plus eins. Okay, schade. So, dann bauen wir mal... Da hinten ist der Sonnenuntergang, ne? Kann man da hinten jetzt mal ganz kurz, weil da hinten haben wir so einen schönen Sonnenuntergang, kann man hier irgendwo ein Hütchen bauen? Das wäre irgendwie mega geil. Hier wäre es mega geil, eine Hütte zu bauen, wenn hier der Sonnenuntergang dann ist. Das wäre echt cool. Oder? Ich glaube, ich mache das. Ich baue hier die Hütte hin. Und zwar in die Richtung da hinten, dann immer einen Sonnenuntergang, der uns dann abends in den Schlaf küsst. Das wäre schön. So tief wie jetzt Hepis Stimme... Was? So tief... Was? Was? So tief wie jetzt wird Hepis Stimme nie wieder. Kein Wunder, dass er das Genesen rauszögert. Yeah. Das glaubst auch nur du. Lieber Cooper. Oder Coopy, besser gesagt. So. Hallöchen, Coopy. Abend, Omi.
Achso, Kupur ist jetzt schon Naomi, oder was? Das wird super. Nicht nur Wochen, das sind jetzt schon Monate. Ja, das stimmt. Es zieht sich jetzt wirklich schon verdammt lange und es nervt langsam. Was? Ach, sind die... Ach nee, sind Möwen. Ich dachte gerade, sind wir die blöden Fledermäuse. So, Wood Foundation. Da ist die Hütte. Da geht der Sonnenuntergang hin. Das machen wir mal so. Zack. Ich habe noch nie was in Stranded Deep gebaut. Also, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Beziehungsweise so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das werden wir gleich rausfinden. Ah ja, da kann ich nicht bauen, ist klar. Weil hier der blöde Ding im Weg ist. Es ist doch nicht wahr. Das ist, nein. Okay, zack. Zack. Wir machen erstmal eine kleine Hütte, ne? Hallo, Wood von der... Achso, kommt Holzbär dabei. Kann ich das hier irgendwie niederreißen? Das wäre schön, wenn das gehen würde. So. Huch. So, das halbe Holz fast weg, das ist schon super. Heodasa, vielen Dank fürs Folgen. Und nochmal herzlich willkommen. So, weiter geht's. Zack, zack, zack. Es ist interessant, wie schnell das ganze Holz weg ist. Das finde ich ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Kann ich eigentlich sowas wie... Driftwood? Ah, okay. Floors? Foundations. Kann ich irgendwie Wände bauen? Also Moment. Wedge Foundations? Floors? Walls, hier. Wood Wall, Driftwood Wall, Trap Wall, Plank Wall, bla bla bla, Driftwood Half Wall, okay. Okay. Wir probieren das jetzt mal. Ich habe keine Ahnung. Okay, ist ein blöder Platz zum Bauen eigentlich. Foundations. Nein, hier, Foundations. So. Kann ich hier was hinbauen? Ja, hier geht's wieder nicht. Ach, das ist doch ätzend. Wood Foundation. Ich will hier reinbauen. Kann ich den... Oh, das nervt. Es wäre so schön, wenn das Ding jetzt nicht da wäre. Kann ich hier überall hinbauen? Yes. Dann bauen wir hier hin. Zack und zack und zack. So. Kann man hier überhaupt irgendwas hinbauen dann? Floors? Gibt es sowas wie Treppen? Walls? Windows? So, hier kommt auf jeden Fall ein Fenster hin, würde ich sagen. Nein. Ich würde gerne hier ein Fenster hinbauen. Hallo? Hallo? Ah ja, okay. So, hier ein Fenster. Moment. So, dann bauen wir hier noch ein Fensterchen. Sekunde. Zack. So, haben hier zwei Fenster. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir hier den Sonnenuntergang nämlich immer begutachten. Das ist gar nicht mal schlecht. Dann brauchen wir normale Walls. Hier, zack. Es ist ein bisschen nervig, dass der sich nie merkt, wo man gerade war. Das heißt, man muss immer wieder hinscrollen. So. Was schreibt denn alles Schönes? Ich bin blutjung. Genau, natürlich bist du das Omi, die jüngste und hübscheste im ganzen Heim. Sag ich doch, ich bin doch... Was? Ich bin doch schon so alt. Was? Ja, ich bin doch schon so alt. Hä? Ihr, ne? Seid super. So. Was ist bei euch los, Kupi und Koppel? Naja. Die haben sich einfach sehr gerne. Das zeigen sie immer gerne der Öffentlichkeit. I do not understand everything you say, but I want to see how you play. Thank you very much. It's not quite awesome gameplay, but I'll do my very best.
So, halt, nein, keine Foundation. Wall. Zack. Zack. Okay, das ist ein bisschen, es ist wirklich ein bisschen nervig, dass er sich nie merkt, wo er... Nee, nee, nein, nee, dahin. Ich bin gerade überlegen, wie man das hier jetzt am sinnvollsten... Ich... Oh, das Clipping-System ist ein bisschen ätzend. Hallo, ich will... Ah. Das ist doch ein bisschen nervig. So. Wall, dann machen wir hier nochmal an der Wall hin. Zack. Jawohl. Oh, ich hoffe, ich kann hier ein Fenster jetzt hinbauen. Geht das? Kann ich hier ein Fenster bauen? Willst du mich verarschen? Das ist ja schön, ich kann hier nichts hinbauen. Das heißt, die Hütte wird mega bescheuert ausschauen. Das ist schon mal, das ist doof. Okay, das ist dämlich. Kriege ich die irgendwie weg, die Gebüsche? Weiß das jemand, ob ich diese Büsche wegkriege? Weil die nerven mich echt. Oh, diese Fledermäuse. So. War das? Okay. So. Ha, was kopiert Angst und versucht, das zu überspielen, indem er mich Omi nennt? Ach so, weil ich schlage immer mit meinem knochigen... Hä? Mit knochigen spitzen Ellenbögen zusammen. Ach so, das muss auf der Gamescom dann übrigens machen, das ist auch sehr schön. Alte Ellenbögen sind echt gruselig, die sehen schon so aus, als würden sie einem die komplette Lebensenergie aussaugen. Der Cooper spielt zu viele Horrorspiele. Ich glaube, der Cooper spielt wirklich zu viele Horrorspiele. So. Kupi, bei dir ist das ja nicht mehr lange. Ja, das stimmt. Der Cooper ist auch schon ein alter Sack. Tja, was glaubst du, wieso ich mich mit jungen Männern begnüge? Braucht die Lebensenergie, um zu überleben? Okay, jetzt wird's creepy. Jetzt wird's ein bisschen creepy hier. Walls, zack. Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt so. Jetzt passt auf, das machen wir hier so. Und dann machen wir da noch ein Fensterlein hin. Zack. Kommt hier noch ein Fensterchen hin. So, dann haben wir hier eine schöne Aussicht. Ich hoffe, ich kann hier ein Fenster hinbauen. Das wäre sehr schön. Nein. Yes, es geht. Gott sei Dank. Wenigstens etwas, was hier funktioniert. Walls. Also das Bausystem wäre cooler, wenn er sich wirklich merken würde, was man als letztes gebaut hat. Ich will kein Window. Ich will eine normale Wall. Wall, 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 Wall. So, okay. Ja gut, da haben wir dann... Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier nennen soll. Nennen wir es mal einen Konstruktionsfehler. So, jetzt brauchen wir eine Tür. Wedge Floors, nein, Walls... Nein, Windows, nee. Ich brauche Türen. Arches, hier, das haben wir. Zack. Das kommt dahin. Und dann noch eine schöne Tür. Doors. Was brauchen wir dafür? Ein Lashing. Okay, das kriegen wir hin. Ein Lashing müsst ihr da hinten sogar noch haben. Tam, 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 tam. Hm. Achso, hier. Zack. So, dann bauen wir schnell eine Tür. Ach ja. Ich wusste es. Tja, wieso glaubst du, habe ich mich immer mit dir abgegeben, Adler? Achso. Kuboro ist schon eine richtig miese Hexe, das muss man schon mal sagen. Ich möchte es ganz kurz erwähnen und alle warnen vor der bösen Hexe Kuboro. So, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Aha. 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 Ja, ist ja ganz schön. So, haben wir zufällig
Gibt's hier etwas wie Treppendors? Steps? Ja, es gibt Stufen. Viermal Holz und einmal Lashing. Na, okay. Das kriegen wir hin.